Jo, hi, zurück zu Skyrim. Also, ich bin hier mitten durch die Valachiten gerannt. Da oben scheint diese Akademie zu sein. Okay, dann kommt so ein Walross an. Das ist hier mitten im Norden. Ich kann es mal kurz auf der Map zeigen. Na komm. Hier oben ist es, ne? Also, ich bin hier einmal rumgerannt, weil man kann da nicht hinlaufen. Also, man kann da nicht hin, jumpen. Na? Ich zoome mal ein bisschen raus. Also, hier oben sind wir, ne? Ich will da oben in die Winterfeste mal gucken. Denn da soll man sich ja auch mal melden. Und die ist, glaube ich, ganz hilfreich, wenn man da irgendwie sich nochmal in der Magie weiter entwickeln will, meine ich. So, man muss da aber hinlaufen, scheinbar. Ich weiß jetzt auch nicht, vielleicht hätte ich da auch mit der Kutsche hinfahren können. Ich weiß nicht, aber so ist auch nicht schlecht. Ich hoffe, dass man jetzt hier einfach so rauflaufen kann. Das wäre nicht schlecht, weil es ist hier doch alles ziemlich zerklüftet und so weiter. Da weiß man echt nicht, wo man lang gehen kann. Kann schon mal ein bisschen länger dauern. Mal gucken, ob es hier so lang geht. Sah von unten ja so aus, dass man hier so rauflaufen könnte. Das sieht geil aus, finde ich. Mit dieser komischen Brücke. Tja, geil ist das schon. Ah, hier kommt man rauf, oder? Komm. Oh, komm. Okay. So, wir müssen über die Brücke, denke ich mal. Hüpf. Okay. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Mich in der Akademie einschreiben und den ganzen Tag herumstolzieren und Zauber wirken? Früher war ich auch ein Abenteurer, aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Okay, also hier ist die Stadt. Ich kann natürlich zur Winterfeste reingehen. Gut. Machen wir das. Dem Hündchen ist gar nicht kalt, wa? Wenn er mich fragt, Probleme aus der Welt zaubern? Überquert die Brücke auf eigene Gefahr. Der Weg ist gefährlich und das Tor wird sich nicht öffnen. Ihr werdet keinen Einlass finden. Warum nicht? Oh, Verzeihung. Die meisten kommen hierher, weil sie schon von der Akademie gehört haben. Dies ist die Akademie von Winterfeste. Ein sicherer Hafen für Magier im Himmelsrand. Ein Ort der Tja, Weisheit Magier bin ich und des nicht so, arkanen ne? Wissens. Okay. Vielleicht. Aber was erwartet ihr darin zu finden? Feuer nutzen, okay. Ich möchte wieder andere um mich herum beugen. ich möchte lieber das. Diese Macht existiert, das kann ich euch versichern. Wenn ihr sie richtig anwendet, können euch nur wenige widerstehen. Es sieht so aus, als hätte die Akademie, was ihr sucht. Jetzt lautet die Frage, was ihr der Akademie bieten könnt. Ja, nicht jeder mal erhält Zutritt zur Akademie. Wer hier eintreten möchte, muss zeigen, dass er mit Magie zumindest umzugehen weiß. Ein ja, kleiner lass Test, uns doch mal wenn ihr so wollt. Ausgezeichnet. Der Feueratronach ist ein wichtiger Begleiter für jeden, der sich auf Beschwörung verlässt. Wenn ihr einen herbeirufen würdet, würdet ihr einen Nachweis für eure Kenntnisse erbringen. Nein? Nun, wenn ihr glaubt, dass ihr dazu fähig seid, dann verkaufe ich es euch gern für nur 30 Goldstücke. Oh, 30 Oder ihr versucht Mäuse. Euer Glück bei einem der Hofzauberer im Himmelsrand. Sie verkaufen auch Zauber. Ne, komm, 30 Hier, Mäuse bitte. Kannst du haben. Nun will ich sehen, wie ihr ihn wirkt. Okay. Wie geht dem? Beschwörung. Die Akademie ist eine große Bereicherung für Himmelsrand. Selbst wenn sie nicht beachtet oder wertgeschätzt wird. In den Mauern der Akademie ist viel Wissen angehäuft. Habe ich irgend so einen geilen Spruch der Magiker? Bla bla. Naja, wieder her bringt nichts. Extreme Magiker brauche ich.
Nee, ich brauche mehr. Ey, reicht das nicht, oder was? Ja, okay. Was auch kommen mag. Ich muss los. Die Akademie wird es überstehen. Okay. Das hat ja geklappt. Oh, was war das? Ja, sieht cool aus, bringt noch nichts. So, die haben wir entdeckt, dann wollen wir aber auch mal rein, oder? Ah, Schlüssel erforderlich. Okay, also, die lassen mich noch nicht rein, solange ich noch nicht genug rumgezaubert habe, schätzungsweise. Ist ja mal wurscht. Was gibt's an Quests? So, die haben wir erreicht, jetzt können wir da auch hinspringen, denke ich mal. Zackenkrone. Also, als wir bei dem Dingenskirchen rausgingen, hier bei dem freundlichen... Na, wie hieß denn der? Dieser, auf jeden Fall der von den... Na, von der Armee. Der Kollege, also da ist ja diese... Wie soll ich sagen? Ich weiß nicht, wie sie ist. Tage von Winterfest. Ja, bla bla. Die hat uns gesagt, seine... Also, ich fange nochmal an. Die hier drüben in Einsamkeit, wo ist es? Da haben wir uns ja bei der Armee gemeldet. Und die hat gesagt, ja, alles klar, aber ich habe hier einen Special-Auftrag. Und dieser Special-Auftrag ist, hier hinzukommen. Na, wo sind wir? Da. Und dann wird sie mir einen erzählen. Aber, wie kommen wir da am besten hin? Am besten gar nicht. Hm, shit. Vielleicht hier hin beamen und dann runter. Oder können wir uns dahin beamen? Ah, da unten ist die Mühle. Obwohl, das sieht ja aus wie so ein Drachenlandeplatz, ne? 1000 Knochen. Alter Schwede. Ich warne euch. Mammut. Was? Wer ist denn hier? Oh, was denn? Du? Oh, ich glaube, ich höre einen Drachen. Oh, das ist schlecht, wenn man nichts. Keine Bewaffnung hat. Ups. Okay, kaputt. Okay. So, jetzt mal hoffen, dass der Drache nicht sofort hier anfliegt. Okay, was hätten wir hier finden können? Gar nichts. Mammut durchsuchen, okay. Mammutrüssel brauche ich echt gar nicht. Glaube ich zumindest. Hätte man hier irgendwas finden können, muss man eben kurz gucken. Das interessiert mich natürlich jetzt, weil die bewachen doch bestimmt irgendwas. Das Crazy Mammut vielleicht. Okay. Ich habe vorhin einen Drachen gehört, ne? Lass mich hier mal von diesen Dungeons anziehen. Mal gucken, da hinten sind nochmal Mammuts. Kann ich da schnell hinlaufen? Ja, da unten sind die schon, da laufe ich nochmal eben hin. Dann haben wir die auch auf der Karte. Alter, was wollt ihr Wolfies denn? Katschau! Katschau! Aha. So, danke. So, eben Mammuts. So, da muss man, glaube ich, jetzt nicht groß fighten und was machen. Hallo, wir sind sehr nett.
Alter, jetzt kommen die hinter mir her, oder? Bitte nicht. So, weil wir haben ja eigentlich vor, da hinten hinzulaufen. Kommen die hinter mir her? Nee. Und die große Frage, wo ist Lydia? Wow, noch mehr Mammuts. Will da auch eben hinlaufen. Das haben wir entdeckt. Die Mammuts wollen wir die auch noch entdecken, weil unser Punkt ist ja eigentlich da, ne? Ah, okay. Wie sieht es gut aus? Euch zu sehen. Ich wusste doch, dass aus euch noch ein echter Soldat wird. Hallo. Ich bin froh, dass ihr da drinnen bei mir sein werdet. Mir gefällt es hier nicht. Und ich rede nicht von den Sturmmänteln. Okay, wovon denn sonst? Ruinen. Sie wollen uns hier nicht. Die Uralten. Wir sollten uns lieber fernhalten. Aber reißen wir uns am Riemen. Wir sind die Soldaten des Kaisers. Wir tun unsere Pflicht, egal was sich uns in den Weg stellt. Habe ich recht? Die Sturmmäntel hatten ihr Lager vor dem Eingang schon aufgeschlagen, als wir hier eintrafen. Sie wissen sieht aus, als nicht, wären uns die verdammten Rebellen zuvorgekommen. Egal. Wir haben das Überraschungsmoment. Macht euch bereit. Folgt mir. So, die gute Zackenkrone. Hört wo ist sie denn? Soldaten. Diese Sturmmäntel sind aus demselben Grund hier wie wir. Ulfric, der Thronräuber, will diese Krone. Aber wir werden nicht zulassen, dass er sie bekommt. Genau, ich das weiß, hatte sie beim Rekrutieren von euch erzählt. Bekannte auf der anderen Seite haben, aber ja. Denkt daran, sie sind jetzt unser Feind und werden nicht zögern, euch zu töten. General Tullius verlässt sich darauf, dass wir ihm die Zackenkrone bringen. Und genau das werden wir auch tun. Zeigen genau, wir der General Rebellen mal, wie echte Soldaten ja, aussehen. Weil der General hatte nämlich davon gesprochen, beziehungsweise sie hat gesagt, wir müssen die mal holen, die Zackenkrone. Ist irgend so ein Relikt, ist wirklich eine Krone aus Drachen, schlag mich tot, Drachenhorn, Drachenknochen. So, wo geht ihr lang? Da hinten. Alter, die fighten gut. Da bleibt da nichts übrig. Schling. Ja, sehr gut. Okay, alle weggemetzelt. Da oben ist noch ein Bogenschütze. Okay, es lohnt sich nicht. Müssen wir fighten. Okay, alle kaputt. Lass mal hier unten rein, oder? Oh, knack. Also eher rechts. Oh. Vielleicht minimal. Na, die verarschen mich hier doch. So, ganz viel. Tut sich gar nichts, ne? Aha. Wir haben den einen oder anderen Dietrich dabei. So, siehste. Lass uns doch mal gucken. Die anderen alle abgehauen. Ich bin wieder am Schlosserknacken hier. 100 Mäuse, schöner Granat. Auch noch einen unten Zwergenhammer. Was macht der Zwergenhammer? 25, 300 Mäuse ist der Wert. Das ist schon mal nicht so schlecht. Sonst noch was? Nee. Okay, ist doch nice. Ja, Lydia ist mir treu. Braucht zwar noch ein bisschen länger, aber... Ne, komm, weiter. So, und die sind schon alle weitergelaufen. Ja, ich bin dabei. Die haben auf mich gewartet. Die wussten gar nicht, wie ihnen geschieht. Ja, aber unterschätzt die Sturmmäntel nicht. Viele von ihnen sind Veteranen der Armee. Sie sind zwar Verräter, aber sie wissen, wie man kämpft. Dieses Mal konnten wir sie überraschen, aber das wird nicht immer so sein. Gehen wir weiter.
Okay, was haben wir hier? Eine Truhe. Die lassen sie natürlich stehen, ne? Ich nicht. Gold, okay. Ein Zaubertrank ist auch gut. Die rennen hier einfach durch, da. Alle bereit? Wir greifen auf mein Zeichen an. Ach, auf dein Zeichen? Oh. Sorry. Das war krass. Okay, der ist weg. Ich bin auch gleich weg. Brauchen wir mal kurz einen kleinen Zaubertrank. Kleine Heilung. Sind die alle kaputt? Wir wollen nicht von Sturmmantel-Nachschubtruppen überrascht werden. Alle anderen kommen. Okay, alles gut. Ja. Sehr wohl, Sir. Tada. So, wo sind die? Kommt hier gleich alle rangerannt, oder? Oh. Schon kaputt. Ja. Der ist auch kaputt. Man kennt die so schlecht, ne? Außerdem sind die immer gleich tot. Okay, und? Weiter. Wir metzeln so viel rum, bis wir uns alle selber kaputt gemetzelt haben. So, solange sie weiß, wo es lang geht. Der perfekte Ort für einen Hinterhalt. Ich wette 10 zu 1, dass sie direkt auf der anderen Seite auf uns warten. Aber Legat, es gibt keinen anderen Weg. Ziehen wir mal keine voreiligen Schlüsse, Soldat. Die Armee findet immer eine Lösung. Ich würde mich lieber einen Moment lang umsehen, als blind in einen Hinterhalt zu laufen. Ja, lass uns mal ein bisschen gucken. Vielleicht finden wir was Besseres. Wir stürmen, sobald wir Kampfgeräusche hören. So, nehmen wir mal an, da oben drüber geht's lang, oder? Quasi hier lang, oder was? Was ist denn das da? Ah, sieht nur komisch aus. Da würde es reingehen und hier ist Pech. So, wir gehen hier rein. Über so eine crazy Brücke. Okay. Ah. Okay, hier geht's runter. Schon zwei Pfeile gekriegt. Oh, hi. Okay, kaputt. Alter. Ciao. Oh, der ist auch fit. Alter, aber nicht mit meinem Triple-Kopfbox. Wer bist du? Friend. Okay. Die schleppen nichts mit sich rum, ne? Nee. Okay. Triple Kopfbox ist echt nicht schlecht. Vorsicht, Männer. So, hier geht's weiter. Da warten sicher noch mehr auf uns. Ach, da wartet keiner. Oh nein, Holly ist kaputt. So, tut mir leid. Ein Gold. Bling, bling, bling. Oh, das ist ja geil. Das ist ein Schuppenhelm, aber 16er Ding. Ich nehme ihn einfach mal mit. Keine Ahnung, ob der cool ist. Es geht ja schon wieder los. Okay, ich bin hier wieder am Sparschweinchen knacken. Was noch alles im ganz Himmelsrand ist das denn? Hat das Wieso, was macht ihr denn? Das kann nicht sein. Was denn? Das sieht aus, als wäre es schon seit Jahrhunderten tot. Der drei Gold dabei, Leute. Die Armee hat schon Schlimmeres erledigt als ein paar. Aber sowas von. Staubte, wandelnde Knochen. Wir gehen naja, nicht, wir bevor mal. Wir haben, weswegen wir gekommen sind. Ja, ist hier unten die krasse Krone. Komm. Ey, die rennen immer sofort weiter, die Vögelchen. Ey, meine Herren.
Okay, kaputtes Buch, alles gut. So, okay, weiter. Wartet auf mich. Boah, ey, alle kaputt. Okay. Mit den besten Grüßen an uns. Wen haben wir denn da? Denk ich auch. Okay. Komm weiter. Oh. Wie hieß denn nochmal geiler Spruch? Nochmal kurz gucken. Schrei, Magie. Schreie. Oh, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, ne? Wirbelwind, genau. Okay, da haben wir ihn. Wucha, Katucha. Trotzdem was abgekriegt. Egal. Schöner Stein, Gold. Zwei Kriegsachs. Nehmen wir auch mit. Wie viel können wir noch tragen? Noch genug. Ah, die kommen alle durch und hauen sich dann natürlich was kaputt. Aber noch. Ah, und den Schalter. Nee, kaputt. So. Das geht doch. Wo sind die Kollegas? Da unten. Und das muss die Halle der Geschichten sein. Ist ja schön, aber... Oh, davon habe ich schon gehört. Es heißt, auf diesen Wänden sei die Geschichte der Altvorderen so, zu sehen. Das habe ich noch nie gesehen. Die diesen Ort einst errichtet. Wirklich Pech, dass okay. wir diese Zeichen nicht lesen können. Wer weiß, was für Geheimnisse wir sonst aufdecken würden. Eins nach dem anderen. Eine Kralle. Konzentriert euch auf unsere Hauptmission. Wir suchen nach der Krone. Ebenerzklaue. Die sieht aus, als wären wir nicht die Ersten hier. Amulett des Talos ist ganz cool. Schuppenhelm hat er auch. Sieht aus, als wären wir nicht. Irgendeiner muss doch diese Kralle haben, oder? Zeichen hier sagen, wo die Krone ist, müssen wir immer noch irgendwie durch diese Tür kommen. Versucht, was rauszufinden, Hilfssoldat. Ich sehe mir diese Zeichen da drüben genauer an. Lasst mich wissen, wenn ihr etwas findet. Okay, wir suchen die Crazy Kralle. Müssen wir das hier finden? Ups. Okay, wo kann ich denn die Kralle finden? Das ist ja die große Frage. Karte. Da hinten wollen wir rein und schaffen es aber nicht wegen... Okay, und wir sind hier, gehen zurück und biegen nach links ab. Okay. Ja gut, wir sind hier nur so durchgerusht, ne? Da müssen wir mal gucken, was es hier so gibt. So, da kommen wir her. Vielleicht hat ja einer die Kralle. Ja, wo sollen wir die herfinden? Achso, er hier? Irgendeiner müsste die vielleicht haben, ne? Weil die wollten ja wohl da irgendwie rein. Hier liegt sie auch nicht zufällig rum. Nö. So, dann lass uns noch mal gucken.
was die Karte sagt. Karte sagt, hey, da oben, da kannst du eigentlich gar nicht weiter. Warum kann ich denn da nicht weiter? Ich sollte da nochmal hinlaufen, mal gucken, wo das war. Aber das war bestimmt da hinten, wo wir gerade waren. Und da verliert sich die Karte wahrscheinlich wegen mehrerer Ebenen, oder? Also quasi hier, ne? Nö, völlig falsche Richtung. Ach, dahinter ist es dann. Das ist sozusagen dahinter der... Sollen wir nochmal gucken gehen? Okay, komm her. Das heißt, sie sagt, oh, gucken Sie sich das hier mal alles an und dann bleiben wir da im Raum oder was und gucken da ein bisschen rum, weil ich hoffe nicht, dass wir die ganze Dungeon nochmal absuchen müssen. Okay, also. Auf der Karte sind wir jetzt quasi den Gang runter, genau. Und wir gehen den ganzen Gang runter und müssen hier alles absuchen. Oh ne, Leintuch mitnehmen, ne, ne, ne. So, komm, gucken wir hier nochmal. Gold, Zaubertrank der Heilung, sehr schön. Was erzählt er denn hier? Kann nichts sehen, ne? Okay, da ist nichts. Wo finden wir denn bitte diese Kralle? Die hat natürlich niemand. Ach Gott, ey, die liegt da. Oh, bitte doch, das kann doch nicht dein Ernst sein. Hm. Ich laufe hier was rum. Ist das? Eine ja, Steinklaue? Das ist die Crazy Kralle. Ich frage ja. mich, wozu die wohl dienen mag. Na, rate mal, wofür die ist. So, gucken wir uns mal das Ding an. Ey, ich laufe hier rum, was für ein Schwachsinn. So, wo ist sie da? Die Kralle. Reinzoomen kann man nicht, ne? Doch, ne, ausrüsten. Geht nicht, aber es ist sowas wie, keine Ahnung, irgend so ein Drache oder so, Schmetterling, irgendwas mit Flügeln zumindest und Wolfie, oder? So, was habe ich gesagt? Schmetterling, Wolfie. So, Wolfie muss oben sein und Drache unten. Okay, Schmetterling und Drache. Gemacht. Ja, und ich laufe die Dungeon ab, ey. Was für ein Quatsch. Alle mal hier. Augen auf. Wir gehen weiter. Schwing. Aha, hier wird also nicht gespeichert. Dann mache ich das mal kurz. Okay. Hat, hat. Okay, hier wird spannend, oder? Großer Raum, ich sieht nach Fight aus. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Das habe ich auch nicht. Sackgasse. Dann mal los, Soldaten. Verteilen. Schauen wir mal, was wir da haben. Tut, was ihr am besten könnt. Wie kommen wir denn da oben rauf? Sucht nach einer Möglichkeit, dieses Tor zu öffnen. Aha. Dieses Tor wollen wir öffnen. Das ist ja auch bestimmt wenn es so ein sich crazy Schalter. Habt ihr irgendwo einen Hebel gesehen? kleine miese Kuh. So, wir laufen mal hier vorne hin. Bestimmt gibt es hier gleich einen Hebel. Die Such ist echt weiter. So fies. Es muss ja, eine so. Möglichkeit geben, dieses Tor zu öffnen. Ah. Bestimmt. So. Wenn er hier schon so rumsteht, ne? Auch wenn es sich vielleicht zu einfach anhört. Habt ihr irgendwo einen Hebel gesehen? Nein, jetzt warte doch mal. Hier nebenan ist bestimmt ein Hebel. Hier oben, irgendwo. Auch wenn es sich vielleicht zu einfach anhört, habt ihr irgendwo einen Hebel gesehen? Stahl durch will ich nicht.
Ah, da stehen liegen Steinchen, ne? Granat und... Ja, nehmen wir mit. So, wir suchen einen Hebel. Das ist auch irgendeine Tür, oder? Wie läuft's? Habt ihr schon etwas gefunden? Ah, das da, oder? Sucht weiter. Gut, dann mal weiter, Leute. Wir haben noch... Okay, kaputt. Und er auch noch. So, kaputt. Mal sehen, wohin uns so, rein da. Oh. Alter, das geht immer tiefer, ey. What's the fish? Die rennen einfach da durch, ne? Einfach durchrushen, ne? Oh, noch eine Sackgasse. Ah, wer ist er hier? Die Krone sollte hier irgendwo sein. Verteilt euch hier vielleicht? Hat doch die Krone auf, ihr Vögel. Naja. Oh, da ein Spruch. Jeeha! Zeit verlangsamen. Sehr schön. Oh, ich glaube, er ist erwacht. Oder? Alter, wo laufen wir jetzt wieder hin? Kommt doch bitte mit. Okay, das ist der Tempel. Ah ja, sie kommen mit. Gut. Ah ne, ist nur Lydia. Tür. Einfach mal aufmachen. Wo bin ich bitte? Jetzt laufe ich einmal im Kreis, ist okay. Jetzt bin ich wieder in der Halle von vorhin, oder? Nö. Du Scheiße, wo bin ich denn? Doch, das sieht irgendwie sieht mir das bekannt aus, aber... Ja, okay, sind schon irgendwelche Typen kaputt. Also ich laufe nochmal um die Ecke hier. Das ist doch das Ding von vorhin. Wenn man keine Karte hat, ne? Doch, das stimmt. Hey Freunde, wo bin ich hier? Nee, das stimmt nicht. Im Runterfallen? Muss mal eben gucken, wo ich bin. Karte... Wir wollen letztendlich mal hier rum, ne? Da eben. Okay. Da geht es nicht weiter, ne? So, Lydia, wir sind hier ganz schön am Arm. Okay. Ey, ich muss leider auf die Karte gucken. Ich hab. Ja, okay. Alter! Hab ich mich verjagt. Wo sind meine Kumpels? Die kommen überhaupt nicht mit, ne? Okay. Ach so, doch, hier sind wir wieder. Bei dem Schrein und da vorne. Oh, okay. Ach, die fighten hier irgendwie. Oh, jetzt bin ich hier festgebackt.
Okay, der schreit irgendwie, ne? Schrei, was haben wir denn? Ah, deine Stimme Energie und stößt jeden zur Seite. Probieren wir mal, oder? Krone und Gold hat er noch dabei und ein schönes Schwertchen, was ich nicht brauchen kann. Krone mit nach Einsamkeit, Soldat. Wir bleiben hier. Mal schauen, ob wir noch etwas Nützliches finden können. Man kann doch immer auf dem Thron sitzen, oder nicht? Nö. Okay, komm, dann hauen wir ab. Nach Einsamkeit. Einsamkeit ist hier drüben. Da oben. Schling. Oh, geht nicht. Okay, ich muss rauskrabbeln. Dann probieren wir es mal hier den alten Weg von eben, oder? Vielleicht geht das jetzt. Hier gab es so eine Abkürzung. Wie sind wir darauf gekommen? Ach hier. Mhm. So, Lydia, komm, wir hauen ab. Es ging auch hier runter. Ne, doch nicht. Okay, sorry, die Sessions werden alle ein bisschen länger, aber ich glaube, das macht halt Sinn, dass man, dass man hier nicht weiterkommt, dass man wenigstens so ein Storyblock weg hat, ne? Man kann das auch in 1000 Teile aufteilen, aber es bringt ja nicht mehr was. So, und raus. Himmelsrand, sehr schön. Und dann würde ich sagen, von hier aus können wir auch springen. Zur Einsamkeit. Oh, flip. So, und die Krone abgeben. Beim Chef, ne? Der sitzt hier oben drin wieder. Sorry. Alt zu sein ist gar nicht so übel. Meine Tochter gibt mir zu essen. Mein Cousin darf da draußen gehen. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Aber sowas von. Vor der Küste im Osten findet ihr das Wrack der Salzwasserhammer. Wer weiß, welche Schätze sich noch an Bord befinden. Oh geil, was ist das denn? Oh, kaiserliches Schild sieht cool aus, aber schockend. Nee, das war blöd. Alles in Ordnung? Oder auch nicht. Nee, doch. Das war doof. War der doch unten, oder was? Okay, ich lauf mal runter. Ich hätte jetzt gedacht, der ist... Aber der hängt hier immer ab, ne? Bin ich der Hilfssoldat? Hallo? Ah, oh, ist das ätzend. Wo ist denn der Vogel jetzt? Hier irgendwo daneben an, oder was? Hätte ich ja wohl auch sehen können. Bleib hier! Ein Kerker? Ja, ein Kerker ist er nicht, aber einen Kerker können wir uns eigentlich mal angucken, ne? So, jetzt sag mir bitte mal, wo er ist. Ulfric wird uns weiß abnehmen. Wir werden Ulfric schon bald aus Windhelm vertreiben. Und dann habe ich seinen Kopf auf dem Silbertablett. Ja, warte mal, hier ist die Krone, Digga. Hervorragende Arbeit, Soldat. Ich muss zugeben, dass selbst ich an ihrer Existenz gezweifelt hatte. Gab es Probleme? Alles easy. Ja. Nun, ich habe nicht so schnell auf den Vorschlag des Legaten reagiert, wie ich es vielleicht hätte tun sollen.
Aber zumindest haben wir diese verdammte Krone bekommen. Nun denn. Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann, eine außerordentlich wichtige Nachricht zu Jarl Balgrove von Weißlauf zu bringen. Wir haben aus zuverlässiger Quelle erfahren, dass Ulfric genug Männer versammelt hat, um die Stadt Weißlauf anzugreifen. Der Jarl lehnt jedoch die Unterstützung der Armee ab. Dieses Sendschreiben sollte ihn umstimmen. Seid vorsichtig, Soldat. Diese Dokumente enthalten geheime Informationen, die nur für die Augen des Jarl bestimmt sind. Okay. Wäre cool gewesen, wenn er mir nur ein paar Tatas gegeben hätte, der kleine Vogel. Naja, egal. So, Freunde, mehr gibt's beim nächsten Mal. Und gut ist, ne, ich will nicht hier hin. Ich will woanders hin. Oder? Will ich hier raus? Nein, hier ist nicht raus. Okay, also bis zum nächsten Mal. Ciao.